Freitag, 7. Juni. Um 7 Uhr heißt es Anker auf. Das Wetter ist kalt und grau, der Himmel bedeckt. Der Wind bläst mit 5 Beaufort auf die Nase. Die Welle ist mit ca. 1 Meter gegen uns und wir wollen uns auf den Weg nach Lesbos machen. Nach knapp 7 Stunden erreichen wir Lesbos. Die Einfahrt in den Golf von Kalonis ist eine navigatorische Herausforderung. Anhand von visuellen Peilmarken an Land wird der genaue Weg durch den engen Tonnenstrich vorgegeben. Links und rechts der Route beträgt die Wassertiefe teilweise nur 20 cm. Im Nordteil der Passage liegt die Apotheke's Bay, wo wir die nächsten Tage ankern wollen. Und so sieht das dann in echt aus. Die leicht türkisen Verfärbungen zeigen das Flachwasser an. Wirklich seichte Stellen sind mit bloßem Auge kaum auszumachen. Es empfiehlt sich dringend, sich an die vorgegebene Route zu halten. In der Nähe von Apotheka befindet sich die Kalochtistos oder Rhodotichos. Um dorthin zu kommen, haben wir einen Spaziergang um die Bucht gemacht. Es handelt sich um eine etwa 50 Meter lange Mauer, die ein Beispiel des lesbischen Bausystems darstellt. Diese kleine Fellnase hat uns ein Stück begleitet.
nach dem Spaziergang gibt es noch einen Mythos. Am nächsten Morgen wollen wir weiter segeln. Das Ziel ist Scala Calonis. Das ist der Ort im Norden der großen Bucht. In Scala Calonis werden wir uns ein Auto mieten und die Insel erkunden. Wie es auf Lesbos weitergeht, seht ihr im nächsten Video.